Können Sie sich nicht beherrschen oder machen Sie das, weil das auf Social Media einfach super trendet? Nein, ich meine, man muss sich mal ganz genau angucken, wofür wir Ordnungsrufe bekommen. Ich habe mehrere dafür bekommen, dass ich Markus Ganserer gesagt habe. Die wichtigste Frage, die die CDU beantworten muss, mit wem will sie das dann umsetzen, wenn sie nur mit Grünen und Roten handeln kann. Wenn wir gleich Taurus liefern, dann liefern wir Taurus-Raketen und wir liefern die Soldaten, die sie dann bedienen. Und dann werden mit deutschen Soldaten und deutschen Waffen Russland angegriffen. Ich glaube, das ist eine Katastrophe und das müssen wir den Leuten ganz klar sagen. Und die Zustimmungswerte dafür sind auch gering. Es war mal wieder ein absolutes Desaster bei Maischberger. Frau Storch war geladen und natürlich musste sie nicht nur gegen Philipp Amthor argumentieren, sondern auch gegen eine Frau Maischberger, die natürlich mal wieder sehr parteiisch moderiert hat. Wobei moderieren kann man das nicht nennen. Naja, wie gesagt, ich möchte mit Ihnen jetzt auf die Highlights schauen und schauen wir zunächst auf den ersten Diskussionspunkt. Da ging es nämlich um die Ordnungsrufe der AfD. Was man da sonst so an unqualifizierten Zwischenrufen hört und dem Klima im Bundestag tut es sicherlich nicht gut. Ich meine, wenn ich mir das mal vor Augen führe, die Zahl allein der parlamentarischen Ordnungsmaßnahmen, die ist jetzt so hoch durch die AfD-Bundestagsfraktion, so oft wie da eingeschritten werden musste, so hoch wie in den letzten 5 Wahlperioden zusammengenommen. Das ist eine absurd hohe Zahl und dem Klima im Bundestag hat es jedenfalls nicht gut getan. Mhm. Für Argumente und Streit in der Sache habe ich immer ein offenes Ohr, aber für die Umgangsform im Parlament weiß ich nicht, so würde sich irgendwie, glaube ich, niemand zivilisiert streiten und ich glaube, das tut dem Parlament auch nicht gut. Können Sie sich nicht beherrschen oder machen Sie das, weil das auf Social Media einfach super trendet? Nein, ich meine, man muss sich mal ganz genau angucken, wofür wir Ordnungsrufe bekommen. Ich habe mehrere dafür bekommen, dass ich Markus Ganserer gesagt habe. Dafür habe ich auch Ordnungsgeld von 2000 Euro bezahlt. Ich habe einen Ordnungsruf dafür bekommen, dass ich die Kollegen als Heuchler bezeichnet habe. Also das heißt, es werden Ordnungsrufe erteilt. Ja, Sie können das alles korrigieren. Ich versuche ja nur zu erklären, für was ich die Ordnungsrufe bekomme. Und ich glaube, dass ein größerer Teil davon nicht angemessen ist. Wir sind weit weg von der Art und Weise der Auseinandersetzung, die es damals mit Herrn Wehner gegeben hat. Genau, hier kommen wir zum Punkt. Das regt mich nämlich auch immer auf. Es gibt keinen einzigen Präsidenten oder Vizepräsidenten, wie man das nennt, im Bundestag, der von der AfD ist. Das sind natürlich nur von den Altparteien. Reden Sie denn manchmal mit den Kollegen von der CDU? Das war ja die Eingangsfrage an Herrn Amthor, wenn die Kameras nicht dabei sind? Also wir haben eben gerade ganz zivilisiert miteinander gesprochen, während wir hier jenseits der Kamera war die Frage und wir haben ganz normal miteinander geredet. Das findet durchaus statt. Der Kernenergie beim Lieferkettengesetz, das Sie eingeführt haben, das wollen Sie jetzt wieder abschaffen. Das die Grenzen die Frage, haben Sie geöffnet, die wollen Sie jetzt wieder schließen. Das ist, was die Menschen interessiert. Und den Prozess, den Sie gerade angesprochen haben, seit 40 Tagen Prozess gegen die Reichsbürger, kein Menschen scheint das mehr zu interessieren, obwohl die größte Gefahr der Republik dort verhandelt wird. Es gibt einen interessanten Weltartikel dazu. Also ich will nur sagen, das, was die Menschen tatsächlich interessiert, ist, dass es einen Politikwechsel gibt, weg von der grünen Politik hin zu einer Mitte-Rechts-Koalition. Und deswegen ist die wichtigste Frage, die die CDU beantworten muss, mit wem will sie das dann umsetzen, wenn sie nur mit Grünen und Roten handeln kann. Nachdem eine Maischberger dann 10 Minuten lang versucht hat, Beatrice von Storch und die AfD in die Enge zu treiben, beziehungsweise der AfD ans Bein zu pinkeln, indem man gewisse Einzelfälle rausgekramt hat, wo die Sachlage momentan auch noch gar nicht so klar ist, ging es dann um die Ja- und Nein-Fragen. Und hier, denke ich, kann man ganz klar den Unterschied zwischen der CDU und AfD erkennen, aber sehen Sie selber. Mal bitten, weil es ja mal heißt, es gibt sehr viele Überschneidungen, auch in Positionen zwischen CDU und AfD. Das geht mit Ja oder Nein, jede einzelne Frage. Sollte Deutschland mehr Milley und Musk wagen, wie Christian Lindner sagt? Deutschland braucht eine Staatsreform. Wir müssen anfangen, bei uns selber zu sparen. Wo ist das Ja oder das Nein in der Antwort? Ja, wir brauchen Friedrich Merz und nicht Musk oder Milley. Das ist auch kein Ja oder Nein. Schaffen Sie es? Unbedingt ja. Soll das Heizungsgesetz der Ampel weg? Auf jeden Fall soll das Heizungsgesetz weg. Ja. Und zwar schon immer. Dann müssten wir es ja nicht abschaffen. Ist der Klimawandel menschgemacht? Selbstverständlich. Den Klimawandel hat es auch schon vor der industriellen Revolution gegeben. Also ist der Einfluss, den wir jetzt üben können, viel zu gering, als dass wir diese Milliarden und Billionen dafür aufwenden. Ja oder nein? Es hat ihn immer schon gegeben, auch schon vor dem Menschen. Wahrscheinlich hat der Mensch auch einen Einfluss. Aber es geht um die Frage, ob der Mensch einen Einfluss darauf hat, das zu stoppen. Darüber reden wir ja. Okay. Wäre es schlecht für Deutschland, wenn Robert Habeck nochmal Wirtschaftsminister wird? Gut wäre es nicht. Es wäre eine Katastrophe und die Tatsache, dass das nicht ausgeschlossen werden kann, ist, glaube ich, ein echtes Dilemma, in dem die CDU steht. Soll Deutschland zurück zur Atomkraft, ja oder nein? Absolut ja. Der Ausstieg, den die Frau Merkel beschlossen hat, ist natürlich falsch gewesen. Muss die Schuldenbremse reformiert werden? Nicht zwingend. Da haben wir es.
Ja, die da Frage haben wir es. Ja, das ist Differenzierung. Das ist nicht Differenzierung, ja, sondern das ist das Tür offen halten, um Politik zu finanzieren, für die kein Geld mehr da ist. Schaffen Sie es mit Ja oder Nein? Selbstverständlich. Die Schuldenbremse muss erhalten bleiben. Und wenn man das nicht natürlich soll sie erhalten bleiben. Das genau, ja und Sie können Frage. Das auch reformieren nennen, verändern können. Es heißt, Sie machen die Tür auf, um die Schuldenreform zu schleifen. Und das ist eine Katastrophe mit Ansage. Nein, das stimmt doch nicht. Doch, Herr Amthor, das stimmt. Ein Merz hat ja selber die Tür geöffnet, indem er das in einem Interview ja so formuliert hat, wie er es formuliert hat. Er ist bereit, die Schuldenbremse zu lockern, wenn es um die eigene Machterhaltung geht und dazu gewisse Sachen zu finanzieren, die normalerweise nur dann finanziert werden könnten, wenn man entsprechend woanders Einstriche machen würde. Riesenkatastrophe ist. Taurus, wenn wir Taurus liefern, bedeutet das, dass wir auch deutsche Soldaten liefern müssen, die nämlich bedienen können. Und dann sind wir unmittelbar im Krieg mit Russland. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man wollen kann, wenn man verantwortliche Politik macht. Wählt den Krieg? Ja, das ist die Kurzfassung davon. Das heißt, wenn Herr Merz durchsetzen kann, dass wir Taurus liefern, dann liefern wir Taurus-Raketen und wir liefern die Soldaten, die sie dann bedienen. Und dann werden mit deutschen Soldaten und deutschen Waffen Russland angegriffen. Ich glaube, das ist eine Katastrophe und das müssen wir den Leuten ganz klar sagen. Und die Zustimmungswerte dafür sind auch gering. Ja, Herr Amthor kann da noch so häufig dazwischenreden und sagen, dass es eine Lüge wäre oder dass es falsch ist. Das ändert ja nichts an der Tatsache. Und ich habe hier auch einen Beweis mitgebracht. Ne? Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Er lässt sich zitieren mit: Die Ukrainer können Taurus nicht einsetzen, sondern wir müssen die gesamte Durchführung in die Hand nehmen. Das heißt, wir machen den Schritt zur direkten Kriegsbeteiligung. Wer das nicht versteht, der hat es nicht verdient, irgendein politisches Amt auszuüben. Also ich denke mal, das ist ein ganz klares, deutliches Argument bzw. deutliche Ansage hier. Die Reihenfolge, also die, sozusagen, ob man am ersten oder am zweiten Tag wohin fährt, ja, ist, glaube ich, nicht das Relevante. Das war die Botschaft von ihm. Ja, das kann nicht zuerst nach Washington, sondern also dezidiert erst nach Moskau. Die Frage ist, vielleicht würde ich erst nach Washington und dann nach Moskau fahren, aber faktisch wissen wir, dass zwischen Washington und Moskau verhandelt wird, ob in der Ukraine Frieden sein wird. Mhm. Und da wird die CDU nicht beteiligt sein, da wird Deutschland nicht beteiligt sein. Wir werden davon aus der Zeitung erfahren, Sie auch. Europa also das heißt, aber das daran ist, beteiligt wo sein. Das war relevant. Das wo würde denn Herr Merz als erstes hinfahren? Nach Washington und richtigerweise vielleicht auch Paris eher sogar. Wichtig ist nämlich deswegen... Ja, Herr Amthor, blöd nur, dass ein Scholz beispielsweise jetzt nicht in Paris mit eingeladen war und Deutschland unter der Ampelführung es richtig schön verbockt hat, in der Weltpolitik als jemanden dazustehen, der in irgendeiner Weise Mitspracherecht hat. Die Welt lacht nur noch über Deutschland und mit Sicherheit wird die Entscheidung hinsichtlich des Ukraine-Konfliktes nicht von Europa aus entschieden, sondern natürlich werden da die Amerikaner und die Russen maßgeblich das Ganze ausklamüsern. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.